Kritiker. Von der FPÖ ist am Wort. Kollegen Matznetter vorab sagen, bei einem Budget, das faktisch nach betriebswirtschaftlichen Grundlagen, nämlich in der Ergebnisrechnung berechnet, ein Defizit von 9 Milliarden Euro vorsieht, als solides und gutes Budget zu bezeichnen, das lasse ich jetzt einmal so dahingestellt. Unseres Erachtens ist das alles andere als solide und gut. Die faktischen Zahlen, ich wiederhole es noch einmal, das tatsächliche Budget in der Ergebnisrechnung, das Budgetdefizit sind 9 Milliarden Euro. Darüber reden wir. Ich möchte kurz eingehen auf einige Aussagen des Herrn Finanzministers, die er in seiner Rede getroffen hat, die wir durchaus gut finden, befürworten, nämlich jene, dass unser Staatshaushalt an einem Ausgabenproblem krankt. Ich zitiere, wir geben zu viel aus, und zwar vorwiegend für die Vergangenheit statt für Investitionen in die Zukunft. Absolut richtig auch jene Mahnung des Herrn Finanzministers. Vergessen Sie nicht, die Politiker machen die Schulden, aber die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen sie zurückzahlen. Und aus der Vergangenheit wissen wir, die Schulden von heute sind die Steuern und Belastungen von morgen. Zum Wirtschaftsbereich. Mir wird angemerkt, die Senkung der Lohnnebenkosten, Kollege Haubner hat es schon gesagt, 0,4%. Da müssen wir aber schon ein bisschen ins Detail schauen, wo wird gesenkt beim Familienlastenausgleichsfonds. Und in Wahrheit habe ich den leichten Verdacht, dass hier wieder ein linke Tasche, rechte Tasche Spiel insoweit stattfindet, als das, und das werden wir uns genau anschauen in der Zukunft, als dass der Ausgleichsfonds im Schlafjahr mit 3 Milliarden Euro überschuldet war und es einen Plan gegeben hat, diese Schulden auszugleichen bis zum Jahr 2018. Wir werden uns die Entwicklung dieses Ausgleichsfonds genau anschauen. Ich bezweifle, dass hier ein Abbau der Schulden stattfindet, sodass hier wiederum auf Schulden basierend eine Senkung der Lohnnebenkosten stattfindet. Das ist auch klar, weil diese Bundesregierung nicht in der Lage ist, und darum geht es ja, und das sagen auch Sie in Ihrer Rede, dass uns das internationale Organisationen auch vorwerfen, die Regierung nicht in der Lage ist, die dringend notwendigen Reformen in den Bereichen Pensionen, Gesundheit, Bildung und Effizienz in der Verwaltung aber wirklich strukturell anzugehen, sodass wir immer diese und täglich grüßt das Murmeltier-Effekte haben bei den Budgetreden des Finanzministers. Es ist ja heute zu Recht schon angesprochen worden. Der Unterschied zwischen der Rede des Vorjahres und der diesjährigen Rede ist ja kaum erkennbar. Was wäre zu tun? Das müsste sich dann auch im Budget niederschlagen. Ich sehe nichts davon in diesem Budgetentwurf. Es wäre zum Beispiel zu machen, eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten in den ersten 3 Jahren für alle Neugründer. Warum nur für innovative Unternehmen? Sind andere Unternehmen nicht förderungswürdig? Das verstehe ich nicht. Es wäre zu tun als Erleichterung im Bereich des privaten Risikokapitals wirklich einmal was zu machen, steuerliche Begünstigungen. Sie wissen, es hat die Regelung gegeben mit der atypischen stillen Beteiligung, dann eine Einbringung einer GmbH und Verkauf. Das war attraktiv, das ist abgeschafft worden. Wirkliche Steuer- und Abgabenentlastungen. Deutliche Senkung der Lohnnebenkosten, nicht im Nullkommabereich. Die kalte Progression ist schon mehrfach angesprochen worden. Was hindert Sie daran, das sofort anzugehen? Zumal wir heute auch gehört haben, das Thema ja nicht so heiß ist, wie es tatsächlich in den vergangenen Jahren war. Wir haben sehr niedrige Inflationsraten. Warum streichen Sie nicht die Mindestkosten? Warum erhöhen Sie nicht deutlich einen Steuerfreibetrag für Betriebsübergaben? Warum vereinfachen Sie das Steuerrecht nicht deutlich? Warum schaffen Sie nicht die Bagatellsteuern wie etwa Werbeabgabe, Schaumweinsteuer etc. ab? Warum schaffen Sie nicht die Rechtsgeschäftsgebühren ab? Warum machen Sie nicht einen grundsätzlichen Vorsteuerabzug für betrieblich genutzte Fahrzeuge und so weiter und so weiter? Warum heben Sie die Grenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter? Ich habe gerade vorher gesagt, das setzt natürlich voraus, Sie wissen das eh. Das setzt ja voraus, dass Sie sich für diese Maßnahmen Freiräume schaffen. Und das geht eben nur, indem Sie die strukturellen Reformen, von denen ich vorher gesprochen habe, auch tatsächlich angehen und umsetzen. Und da passiert ja
eben nichts. Also ich hätte da jetzt noch eine Liste, die Lampe blinkt schon, von Wachstumsimpulsensätzen, von echten, die ich auch nicht sehe. Die Finanzierungssituation möchte ich vielleicht noch kurz ansprechen. Erleichterungen der Innenfinanzierung. Denkt man doch nach über steuerliche Absetzbarkeit, zum Beispiel für die Kosten des Eigenkapitals. Denken wir nach über einen Investitionsfreibetrag. Sorgen wir dafür, dass mehr Cashflow im Unternehmen bleibt. Das wird man nicht, sicher nicht machen durch Verlängerungen der Abschreibungsdauern und Erhöhung von Gewinnbesteuerung. Schauen wir nach Außenfinanzierung, echte steuerliche Anreize für Eigenmittelzufuhr. Das Crowdfunding, die Crowdfunding-Gesetzgebung gut, aber viel zu mutlos und viel zu wenig weitreichend. Schauen wir uns Basel III an, machen wir uns Gedanken etwa über einen Mittelstandsfinanzierungsfonds des Bundes, machen wir uns wirklich ernsthafte Gedanken darüber, wie man konkret den Finanzplatz Wien etwa stärken könnte und. Es reicht leider die Redezeit nicht. Ich müsste da noch mehr 10 Minuten selbst eintragen. Danke. Das tatsächliche Budgetdefizit betrage 9 Milliarden Euro, betont Axel Kassecker von der FPÖ. Er teile nicht die Meinung der Regierungsparteien. Es handle sich nicht um ein solides oder gutes Budget. Rupert Lichtner.